Heute machen wir noch etwas ganz Besonderes. Wir dürfen Battlecard in Trier testen und ja, was es alles so zu sehen gibt, was man, wie alles innen drin aussieht, das seht ihr nach dem Intro. Ja, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir stehen in Trier, also es ist ein Vorort von Trier, Ken nennt sich der. Und hier sind die Soccerhallen und seit Mitte des Jahres, also seit einigen Wochen, gibt es hier Battlecard. Einige von euch kennen das bestimmt schon, das ist so eine Art Go-Kart-Bahn, aber nicht so wie ihr die kennt, mit so einer abgesteckten Strecke, sondern es ist eine große, große Halle und oben hängen halt Projektionen, also die Projektoren wie Beamer etc., die eigentlich eine Strecke auf den Boden projizieren. Und ja, da gibt es verschiedene Spielmodi, die man machen kann und das dürfen wir uns heute mal ansehen. Ich bin sehr gespannt, habe das Ganze noch nie gemacht, bin auch tatsächlich noch nie Kart gefahren. Also es wird auf jeden Fall sehr spannend werden. Müsst ihr darauf achten, dass ihr nicht hier auf die markierte Stange tretet, also auf die Lenkachse. Dann ist wichtig, dass ihr euch anschnallt, weil sonst startet das Spiel gar nicht erst. Und während ihr im Spiel seid und euch abschnallt, pausiert das Spiel. So, dann habt ihr hier unten einen Hebel. Damit könnt ihr euren Sitz einstellen. Geht natürlich einfacher, wenn ihr drin sitzt, aber an sich ist das zum Einstellen vom Sitz. Dann wird euch am Anfang gesagt, ihr sollt gerade rückwärts fahren. Dafür Lenkrad gerade halten und den blauen Knopf hier unten gedrückt halten. Wenn ihr den gedrückt haltet, fahrt ihr rückwärts, könnt ihr auch jederzeit im Spiel einsetzen zum Rückwärtsfahren. So, dann haben wir den grünen Knopf, das ist die Hupe. Wenn ihr einen abschießt, um den zu ärgern oder so, könnt ihr ein bisschen rumhupen. Sollte euch schlecht sein oder irgendwas anderes ist los, haltet ihr den 2-3 Sekunden gedrückt, den roten Knopf. Dann pausiere ich das Spiel, komme zu euch, hole euch notfalls aus dem Spiel raus, wenn gar nicht mehr gehen sollte. Und der gelbe Knopf ist der wichtigste. Damit setzt ihr ein Item ein. Das heißt, ihr fahrt über die Boxen, die gelben Boxen, wo BK draufsteht, auf der Strecke. Dann kriegt ihr da unten ein Item angezeigt. Nitro, Rakete, später gibt noch ein Schild oder eine Gatling Gun. Und mit dem gelben Knopf könnt ihr die dann einsetzen. Ja. Dann haben wir hier halt die Bremse und Gas, wie beim Auto. Und wenn ich Start drücke, dann tauchen die Namen hier drauf auf. Perfekt. Jo, habt ihr sonst noch Fragen? Also gelb ist, dann tauchen da rechts auf dem Bildschirm. Damit schießt du. Genau, das ist der wichtigste Knopf. So ein bisschen was von Battlecard gesehen, das ist der absolute Wahnsinn. Also das macht einfach so viel Spaß. Es ist so verrückt, dass das überhaupt funktioniert und dass die Cards so krass gut reagieren, ist einfach wirklich überhaupt nicht. Der ist an Puschel interessiert. Ach du Scheiße, jetzt ist es schlimmer. Ja, also wenn ihr euch jetzt fragt, wer James ist der Hund. Ja, und er möchte unbedingt den Puschel hier oben haben, also mein Mikrofon.
ist total fasziniert davon. Also es macht mega, mega viel Spaß, ich habe schon gesagt, das ist total krass, dass das überhaupt funktioniert. Es gab jetzt auch ein Ranking, also wir haben verschiedene Spiele gespielt. Sinan war auf 1, Brina auf 2 und ich auf 3. Ja, also ihr müsst das unbedingt selber ausprobieren. Also es ist so, dass es das Ganze jetzt hier in Trier ganz neu gibt, aber es gibt noch andere Standorte und es ist ein Franchise, genau. Es ist einfach wirklich ein Megaspaß und ist wirklich für Jung und Alt. Also ich kann mir das für Kindergeburtstage vorstellen und auch für Erwachsene. Also mega, mega gut. So, ich möchte natürlich auch noch ein bisschen was zu Battlecard erzählen. Hier aus Trier, es ist ein Franchise-Unternehmen, Battlecard, und die gibt es auch noch in Bispingen und in Köln. Ist was, eine Erfindung aus Belgien tatsächlich. Und es ist, wie ich eben schon gesagt habe, einfach nur ein absoluter Spaß. Es macht so viel Fun. Es kostet pro Spiel 21 Euro pro Person, aber ein Spiel sind 15 Minuten. Das heißt, also ihr könnt in diesen 15 Minuten meistens auch so zwei oder drei verschiedene Spiele spielen. Wir haben zum Beispiel Snake gespielt. Das heißt, ihr sammelt Punkte ein und habt dann so einen Schweif hinter euch, wie ihr das bei Snake von damals kennt. Und wenn ihr dann in den anderen hineinfahrt, dann verliert ihr euren Schwanz, sage ich jetzt einfach mal wieder, und müsst wieder von neu anfangen. Und dann nach einer gewissen Zeit ist die Zeit abgelaufen und wer dann die längste Kette hinter sich herzieht, der hat dann gewonnen. Dann gibt es das ganz normale Rennen, wo ihr über Boxen fahren tut und dann Items sammeln könnt, wie zum Beispiel Raketen, wo ihr jemanden mit abschießen könnt, wie so ein Maschinengewehr, wo ihr schießen könnt. Ihr könnt Ölfitzen hinterlassen, wie ihr das auch so aus einem ganz bekannten Videogame kennt. Dann haben wir noch gespielt Felder. Das heißt, die ganze Halle ist mit Kästchen bedeckt und ihr seid dann ein Team von zwei oder drei oder vier Personen und müsst dann mit eurer Farbe praktisch diese Kästchen ausfüllen. Und dann ist auch wieder nach einer bestimmten Zeit die Zeit abgelaufen. Wer die meisten Kästchen gefüllt hat, der oder dieses Team gewinnt dann. Es ist eine absolute verrückte Sache. Man muss das wirklich tatsächlich selber mal erleben. Schaut, dass ihr hierher kommt und das selber mal ausprobiert. Es ist für Jung und Alt. Ab 1,45 Meter dürft ihr mitfahren und dann gibt es dann auch keine Grenzen mehr. Ihr sitzt super bequem in diesen Karts. Das sind E-Karts, die ungefähr anderthalb Stunden halten, also Dauer halten, werden aber immer wieder neu aufgeladen natürlich. Und was gibt es noch zu sagen? Ach so, ja, die Halle besteht aus 45 Beamern zurzeit. Also 45 Beamer an der Decke projizieren praktisch die Bilder auf den Boden und das ist schon echt enorm. Ich kann euch gar nicht so viel zeigen davon, weil ich natürlich gespannt und konzentriert hinter meinem Lenkrad sitze und da nicht so viel filmen kann und möchte, weil ich möchte mich ja konzentrieren, weil ich möchte ja auch gewinnen. Aber unsere Pause ist jetzt vorbei und wir steigen jetzt nochmal in die Karts ein und werden dann noch mal ein Fußballspiel ausprobieren. Das heißt, es wird Fußball gespielt in zwei Teams. Und dann gibt es noch so eine Art Virusspiel, da müssen wir einen Virus bekämpfen und dazu erzähle ich euch aber dann später nochmal was. Ich melde mich jetzt auch nochmal zurück. Wir sind noch, oder konnten noch drei Runden fahren. Wir haben einmal nochmal ein ganz normales Rennen gegeneinander gefahren. Wir haben einmal das Fußballspiel getestet, was absolut der Hammer war. Und als drittes haben wir versucht, einen Virus zu bekämpfen. Und alles war wieder einfach nur total genial. Es macht einfach so viel Spaß. Ich kann euch das gar nicht beschreiben. Jedem, dem man das irgendwie versucht zu erklären, wie das Ganze funktioniert, das kann man gar nicht so wiedergeben. Ich bin happy für die Chance zu haben, dass wir es testen durften. Danke für die Einladung, Battlecard Trier. Wir haben uns wirklich sehr gefreut und freuen uns auch schon auf ein Wiedersehen in den nächsten Monaten. Es wird sehr, sehr wild werden. Es wird sehr, sehr toll werden. Ich hoffe, dass so viele wie möglich von euch auch da mal vorbeischauen und Battlecard testen, denn es ist einfach nur wirklich jeden Cent wert. Und das ist wirklich nicht einfach jetzt nur so dahergesagt. Es ist wirklich ein mega großer Spaß für alle Leute, die Videospiele lieben oder auch Kart fahren.
Ja, das war's jetzt auch mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ihr seht, ich bin ganz, ganz dreckig. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann natürlich auch über ein Abo und aktiviert die Glocke, damit ihr keins der nächsten Videos mehr verpasst. Ja, wir sehen uns ganz bald wieder und vielleicht gibt es auf Instagram jetzt auch bald eine Überraschung. Schaut da gerne mal vorbei. Bis dahin sage ich euch, bye bye.